Minuten mit, die neue Videoreihe der Kirchengemeinde Singen. Seit ein paar Wochen dürfen wir endlich wieder Gottesdienst feiern. Aber es gibt immer noch Menschen, die zur Risikogruppe gehören und die zu Hause bleiben müssen. Darum wollen wir unsere Videoformate weiterentwickeln. Als Kirchengemeinde haben wir uns deshalb überlegt, mit welchen kreativen Angeboten wir auch in Zukunft für Sie da sein können. In der neuen Videoreihe 5 Minuten mit gibt es von nun an jeden Sonntag um 11 Uhr hier einen kurzen Videoclip zu sehen. Hallo und herzlich willkommen zum Videoformat der Kirchengemeinde Singen, 5 Minuten mit. Mit Sicherheit sind Sie schon einmal beschenkt worden. Zu Ostern oder Weihnachten, zum Geburtstag oder Namenstag. Oder Sie haben vielleicht ein kleines Dankeschön für einen Gefallen oder eine Hilfe bekommen. Aber haben Sie schon einmal ein Geschenk bekommen, einfach nur so, ohne dass Sie zuvor etwas verschenkt haben, ohne dass es dafür einen äußeren Anlass gab oder eine Leistung, die Sie zuvor erbracht haben? Wenn ja, dann kennen Sie das Gefühl und die Gedanken wahrscheinlich auch. Was ich? Womit habe ich das verdient? Was habe ich dafür getan, dass ich beschenkt werde? Ja, es ist einem fast schon peinlich, wenn man ein solches Geschenk bekommt. Und dann stellt man fest, man hat tatsächlich keine Leistung erbracht. Man hat dieses Geschenk einfach um seiner selbst willen bekommen. Einfach, weil einem jemand mag, weil einem jemand eine Freude bereiten will. Zu einfach? Mir ist dabei ein Wort eingefallen, das ein wenig altmodisch klingt und das heute eigentlich nicht mehr zu unserem Sprachgebrauch passt. Das Wort Gnade. Für mich hat das Pfingstfest, das wir heute feiern, gerade auch etwas mit diesem Wort Gnade zu tun. Das Wort Gnade kommt aus dem mittelhochdeutschen Wort sich genahen. Es ist eine treffende Übersetzung des lateinischen Wortes gratia. Es bedeutet unverdientes Geschenk, das mich danken lässt. Bleiben wir noch einmal bei dem mittelhochdeutschen Wort sich genahen. Da steckt auch das Wort nah, ja das Wort Nähe drin. Und dieses Wort drückt sehr stark den persönlichen Charakter von Gnade aus. Gnade meint nämlich ganz persönliche Zuwendung. Gott wendet sich uns zu, er naht sich uns, er kommt in unsere Nähe, ja, er schenkt uns seinen Geist. Und genau das feiern wir heute an Pfingsten. Dieses Geschenk Gottes an uns, dieser Heilige Geist Gottes an uns Menschen, er soll unser Beistand sein. Der Heilige Geist soll uns begleiten, mitten in unserem Alltag, mitten in unserem Leben und auch mitten in dieser Corona-Zeit. Und wenn Gott uns mit diesem Heiligen Geist nahe ist, dann ist er uns im wahrsten Sinne des Wortes auch gnädig. Und er lässt uns gnädig werden, dem anderen gegenüber. Ein schöner Gedanke an dem Pfingstfest. Der Heilige Geist macht mich gnädig. Gott schenkt mir seine Gnade. Er will mir die Augen für das Wesentliche öffnen. Ja, er will mir die Fähigkeit geben, mitten in dieser Welt, die oft keine Gnade kennt, Gottes Schöpfung und Erlösung wahrzunehmen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben ein lebendiges und bewegendes Pfingstfest, voller Zuwendung und Gnade des Heiligen Geistes. Ja,
bleiben Sie gnädig.